So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder bei Prince of Persia. Und wir müssen nochmal diesen kleinen Kletterparcours absolvieren. Den haben wir das letzte Mal schon gemacht, aber ich habe dann gefailt bei diesen blöden Sandhunden. Und ja, ich weiß nicht so ganz, wann die sterben, weil manchmal, da haue ich die einmal um und dann kann ich direkt meinen Sand wiederholen. Weißt du, und manchmal dresche ich da eine halbe Stunde drauf ein, es passiert nichts. Gesagt hat. Sie hat recht. Wie wollt ihr den Visier töten? Er ist jetzt unsterblich. Der Dolch machte ihn zu dem, was er ist. Er kann es ihm auch wieder nehmen. Ich schätze, wir werden früh genug erfahren, ob das stimmt. Ja, das werden wir. Wo lang? Oh. Ach, wie kann man diese blöden Köter effektiv bekämpfen? Das ist mir wirklich gerade noch so ein bisschen... noch kein Plan. Die sind hier wirklich anders als im zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob sie gut sind oder schlecht. Im zweiten Teil sind die blöd explodiert. Vorsicht, diese Kreaturen ernähren sich von Sand. Töte sie, bevor sie dir noch mehr nehmen. Fick dich. Seht ihr das? Jetzt fallen die halt nicht um. Ach, wenn die mir den Sand rauben wollen. Hey, Mann, hau doch in die richtige Richtung. Und weg. Ah, ich hab dich gestaggert, wollte ich dich. Nein, den da hinten. Er hat mir den Sand geklaut, gemopst hat er. Geh weg. Hier muss ich irgendwo lang. Da oben. Oh, ey, ich könnte diesen dummen Köter. Ich hab einfach null Chance. Ey, guck mal, wie ich auf die drauf dresche. Ich dresche doch ohne Ende auf diese blöden Köter drauf. Das ist mir wirklich... Ich dresche doch wirklich. Manchmal fallen sie um, ich kann sie direkt killen. Und manchmal, da drischt eine halbe Stunde auf die eine, es passiert einfach nichts. Ich glaube, es hat wirklich absolut keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Man verliert einfach nur ganz viel Energie. Durch Glück besiegt man dann ab und zu ein paar. Und größtenteils kriegt man auf den Sack. Also irgendwie da rechts geht's lang. Weißt du, ich habe über das nachgedacht, was Pharaoh wollte. Du hast immer nur nachgedacht, ey, du sollst... Jetzt wäre ich gerne der Typ, dieser schwarze, böse Prinz. Der Dolch machte ihn zu dem, was er ist. Er kann es ihm auch wieder nehmen. Ich schätze, wir werden früh genug erfahren, ob das stimmt. Jetzt wäre ich echt gerne der Böse. Dann würde ich diesen Scheißköter mal in die Fresse jagen. So, also wir gehen gleich nach rechts. Und hoffen, dass wir da irgendwie... irgendwie gleich abzwitschern können. Hallo. So, irgendwie da hoch. Da? Nee. Ja, das habe ich schon begriffen, dass wir da hin müssen. Aber wie komme ich da hin? Das ist doch die Frage. Darüber springen, dann an das Ding. Hab's begriffen. Zack. Nein. Nicht. Schafft er nicht. Wie komme ich da hin? So schafft das auch nicht. Ich muss auf jeden Fall an die Stange. Der Prinz muss an die Stange. Ich muss irgendwie da oben lang, oder? Ach, ich weiß es nicht. Tja, oder in dem Turm. Ich muss in dem Turm lang. Ich muss die weglocken. Vorsicht! Diese Kreaturen ernähren sich von Sand. Töte sie, bevor sie dir noch mehr nehmen. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Hier hinten. Das ist es. Da oben. Halt dich doch fest. Ja, natürlich. Er kann durch die Wand durchhauen. Warum hält er sich nicht fest? Das ist doch eindeutig. Er hält sich nicht fest. So eindeutig, dass es das doch nicht ist. Oder hier lang? Es ist doch alles ersichtlich, dass man sich da festhalten kann. Mein Sand ist weg. Ich habe keine Ahnung. Nein! Nicht! Ich weiß es nicht.
Ja, ja, er macht seine Tonbeuteleinlage. Die zieht er jetzt durch. Bis zum bitteren Ende noch viel weiter. Ja, das war's. Ich würde so gerne wissen, wo es lang geht. Guck mal da hinten. Da wär ein bisschen Sand gewesen. Der könnte ja theoretisch mal zu mir fließen. Doch, nee, tut er nicht. Tut er nicht, ne? Ach, wenn es nicht so viele Gegner wären. Wenn es einfach nicht so viele wären. Wartet mal. Naja. Ist eigentlich auch egal, ob ich mir jetzt noch einen Sandbobbel hole oder nicht. Die Viecher nehmen mir die eh gleich weg. Meine Fresse, wie kann ich... Weißt du, wo geht es da lang? Ich habe nachgedacht, was Tara vorhin gesagt hat. Sie hat recht. Wie wollt ihr den Visier töten? Er ist jetzt unsterblich. Der Dolch machte ihn zu dem, was er ist. Alter, der Visier ist unsterblich, die Viecher sind unsterblich, sind alle unsterblich. Ich bin der Einzige, der ab und zu mal stirbt. Ab und zu. Ziemlich häufig. Das ist auch gut, ne? Die Kante bricht erst ab, wenn ich oben drauf stehe. Ergibt für mich zwar keinen Sinn, aber... Uiuiui. Ja, beinahe runtergeschlittert. Und wenn ich die Köter hier runterlocke? Sozusagen so hier. Hallo. So. Los, kommt! Ach, jetzt kommen die nicht. Jetzt. Vorsicht! Diese Kreaturen ernähren sich von Sand. Töte sie, bevor sie dir noch mehr nehmen. Hallo, komm doch bitte einfach her. So, ey, es ist einfach nicht machbar hier, ne? Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Der eine Köder, was hat er denn gemacht? Hier. Oh, das ist aus der Animation, aus dieser Scheiß-Animation. Können die mich immer schon treffen, wo ich nichts sehe. Ich hau jetzt einfach drauf. Prinz, hau doch. So, her mit dem Sand. Oh, ich muss diese Animation bis zu Ende gucken. Das nervt. Jetzt stirb doch endlich! Jawohl! Egal, was ich gemacht habe, es war gut. Und der Prinz sprach, es war gut gewesen. Und es hat mir tatsächlich was gebracht, dass ich diese Waffe hier genommen habe. So, jetzt nochmal ganz logisch. Wir haben die Gegner besiegt. Wir haben die Ruhe weg. Wie ist das jetzt zu handeln? An dieses Ding müssen wir ran, ne? Das sehen wir alle gleich. Auf dieses Ding können wir drauf. Das wird wahrscheinlich ein Wallrun, dann da dran. Jetzt haben wir es. So. Ja. Okay, jetzt kommen wir da rüber. Und dann weiß ich es noch nicht. Perfekt. Perfekt. Also es ist... Ja, wenn die Gegner erstmal weg sind, dann hat man auch die Ruhe, hier mal nachzudenken, was man machen muss. So, das wird wieder ein Rundumläufer. Dann da oben dran und dann... Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. So. Ach so, eine Drehung wird's. Und dann kommen wir da oben drauf. Zack. Hey! Du. Er sollte sich einfach nur hochziehen. Ach so, das wird er wahrscheinlich nicht können. Ich muss da rüber springen. Oder wie? Los, drüber. Drüber! Geh drüber! Er macht's nicht. Dann ist es das auch nicht. Oder? Da auf das Brett muss ich. Da komme ich über das Ding. Ich muss da rüber.
Nur wie komme ich jetzt über das Ding drüber, ohne dass er sich wieder abstößt? Ich weiß es nicht. Ich muss hier drüber. Jetzt macht das. Jetzt tut er es. Schaffe ich den Sprung? Ich schaffe den Sprung. Sehr schön. Und zack. Und zack. Und dann kommen wir darüber. Was? Ach, scheiße, ey. Die sehen uns ja schon. Ihr Schweine. Das ist doch scheiße, wenn ihr mich schon seht. Was habe ich jetzt davon? Ja, die haben mich halt schon gesehen. Davon habe ich jetzt so... Ah, ich könnte sie da natürlich rauskicken. Dazu muss ich aber erstmal das blöde Schwert wegschmeißen. Ja, und komm. Genau so. Damit hat er nicht gerechnet. Weg. Weg. Ach Mann, dann roll doch, du dummer Speckhaarkopf. Komm, hier, in einer Linie bitte aufstellen. Ich hab noch ein bisschen Sand. Nee, Kiki, Cookie, Kaki, Cook. Fick die Henne, ey. Ey, das sind einfach unendlich. Kommt immer wieder ein neuer. Emanuel kommt hier einfach wieder rausgeschossen. Die mit ihrer Drehung, ey, dass sie sich auch noch in der letzten Sekunde umentscheiden können. Oh! Nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es ist doch wohl ersichtlich, dass ich den da kicken will. Mann. Prinz. So, ich... Ah, er ist so doof. Echt. Du bist so dumm. So. Jetzt nur noch du. Komm. So, in die Glocke. Auf die Glocke. Jetzt fall doch endlich da. Fall doch bitte einfach da runter. Du blöder. Ich kann ihn auch nicht killen. Ist doch der letzte wird er wird mich dafür töten. Natürlich wird er mich dafür töten, dass ich mit ihm hier so rumspiele. So, jetzt haben wir schön in der Ecke. Sehr geil. Und das sollte es gewesen sein. Ja. Zum Glück. Sandbehälter, bitte Sandbehälter. Ihr habt die Macht. Sandbehälter, sehr geil. Aber wartet mal, jetzt kriegen wir ja unendlich Sand, oder? Ja. Dennoch werde ich die Dinger hier zerschlagen. Ich denke, das geht schneller, den Sand hier rüber einzusammeln. Hm, wenn hier mal was drin wäre. Ja. Und? Kriegen wir das auch noch? Ne, also wir haben fast alle Sandbehälter dann voll. Eine Waffe nehmen wir mal mit. Was habe ich jetzt für ein Glöckchen hier? Brauche ich das überhaupt? Ja, da drüben geht's lang. Aber wartet mal, wir könnten doch theoretisch auch hier lang. Ach nee, hier kann man ja her. Hier kann man doch her. Da müssen wir doch nicht lang. Ist doch Blödsinn. Mann! Fass jetzt dran! So, wir müssen da hoch. Warte mal, da müssen wir natürlich erstmal das Zeug hier wegballern. Flutsch. So. Nee. Nee, hä? Das ergibt auch keinen Sinn. Hier kam ich doch auch her. Oder? Nö.
Nö, wir sind richtig. Wir sind definitiv richtig. Welch ein herrliches Gebäude. Vater ließ diese Gärten als Zeichen seiner Liebe zu seinem Volk errichten. Einst sah das ganze Reich so aus. Versucht, diese Hebel zu bedienen. Von der anderen Seite aus kann ich vielleicht einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Alles klar. Ich wollte dir gerade meine Lebensgeschichte erzählen, aber du bist nur an den Hebeln interessiert, Dame. Vielen Dank fürs Zuhören. Aktives Zuhören, Mann. Das musst du aber noch lernen. So, was soll ich jetzt machen? Aha, die altbekannten Schalterrätsel. Tja, das sieht erstmal nicht schlecht aus, oder? Wie kann ich denn das Ding jetzt hier aktivieren? Aha. Ich habe schon wieder so wenig Energie. Hä? Ich muss doch diesen... Muss ich nicht irgendwie diesen Hebel da betätigen? Lalalala. Keine Ahnung. Also ich könnte natürlich jetzt einfach hier runter. Sind hier Gegner? Irgendwelche Gegner, die mir aufs Fressbrett hauen wollen? Nö. So. Jetzt nochmal ganz logisch. Ey! Ja, er ist so ein bisschen im Bewegungsdrang, ne? Das merkt man ihm an. Es war natürlich nicht geplant, dass er es gleich wieder zurückdreht. So. Ist das sinnvoll? Ergibt das Sinn? Keine Ahnung. Erstmal irgendwo draufhauen. Ach, ich muss sie rüberleiten, okay. Könntet ihr euch vielleicht etwas beeilen? Ihr könnt ja hier herunterkommen und es selbst ausprobieren. 7 Jahre und nichts hat sich geändert. 7 Jahre? Wovon sprecht ihr da? Das ist nur eine Redensart. Irgendetwas scheint mit euch nicht zu stimmen. Sie hat keine Ahnung. So, sie steht da. Okay, ich hab's begriffen. Ich dachte, wir müssen uns den Weg da oben bahnen, aber nein, das ist natürlich alles für sie. So, dann ist das natürlich alles ein Kinderspiel. Scheiße. Das war falsch. War das falsch? Ja. Jetzt müssen wir den Schalter auf der anderen Seite wieder betätigen. Und dann haben wir's. Hamas! Wie komme ich da wieder hin? Komme ich hier einfach hoch? Ja. So. Los, fallen lassen. Keine Ahnung, ob ich diesen Weg gehen muss oder ob ich mich jetzt fallen lassen kann, aber wird mir leider Gottes auch nicht signalisiert, wann man da nun stirbt und wann nicht. So. Dann müssten wir es eigentlich haben. Ah, wir machen Fortschritte. In diesem Turm scheint eine Glocke zu sein. Vielleicht kann ich das Seil lösen, wenn ihr mir auf den Balkon helft. Damit könnt ihr zum Türschalter gelangen. Bei meinem Glück werde ich sicher ein paar Fallen auslösen. Oder Monster aufschrecken. Oder gar das Ende der Welt einläuten. Wäre ein bisschen Optimismus zu viel verlangt? Das Leben hat mich gelehrt, dass Wunschdenken zu nichts als Enttäuschung führt. Ach Mensch, Prinz, sei doch nicht so pessimistisch. Deine... Wieso stehe ich denn jetzt wieder hier? Wieso stehe ich denn jetzt hier? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Nee, wartet mal, wir müssen das... Ich glaube, das müssen wir so lassen. Und jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite. Das ergibt doch jetzt gar keinen Sinn. Jetzt ist er extra wieder rüber geklettert. Dann bin ich nochmal... So, jetzt probiere ich es aus. Wenn ich mich jetzt hier fallen lasse. Jetzt hier. Ja, gut. Es funktioniert. So, jetzt müsste es doch... Müssten wir es doch theoretisch haben. Genau.
Wenn sie denn dahin will, will sie dahin. Sie möchte dahin. So, komm rüber. Komm rüber zu mir. Hey, ihr habt's? Nein, wir. Doink. Auf die Glocke, fertig, los. So. Ach, jetzt können wir natürlich diesen Schalter hier betätigen. Das ergibt. Jetzt ergibt alles endlich einen Sinn. Wird auch langsam Zeit. Und wir kommen weiter. Es ist doch ein Traum. Wartet. Da drinnen sind Verwundete. Wir sollten ihnen helfen. Das ist nicht die Zeit, Prinz. Helfen kannst du später noch. Los, Fahrer. Geht zu den Verletzten. Ich komme zu euch, wenn ich mit dem Visier fertig bin. Noch ein bisschen eigennützig, aber... Ich fände es natürlich jetzt echt geil, hätte man die Entscheidungsfreiheit, selbst zu sagen, ich möchte helfen oder nicht, so als Nebenmission. Aber nein. Nein, nein, nein. Das wird uns hier nicht gegeben. Die Entscheidung wird uns abgenommen. Und die böse Seite hat recht. Und so trennten sich der Prinz und Farah. Sie strebte danach, Leben zu retten, ehe sie zu vernichten. Der Prinz wollte seinem Feind gegenübertreten und die mächtigen Krieger nutzen, die sich im Tempel verschanzt hatten. Ja. Der Gedanke an Ruhm und Rache trieb ihn voran. Aber da war noch etwas. Während er in die Tiefe hinabstieg, verweilten seine Gedanken bei Farah. Er fragte sich, ob auch sie an ihn dachte. Ist da Liebe im Spiel? Ich hoffe nicht, ansonsten wird's wahrscheinlich in die Binsen gehen. Die Geschichte hier fortsetzen.